Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wir sind am Tag 21, es sind noch 4 Stunden, da ist Mitternacht und es sollte eigentlich heute wieder eine Horde vorbeikommen. Ich bin ein wenig in Sorge, kann ich ehrlich sagen, aber ich kann ja in 3 Minuten wieder richtig laufen, und da bin ich richtig stolz drauf. Und wir sehen da hinten den Sonnenuntergang. Wenn die Sonne untergeht, erscheinen sie. Dann beginnt die Zeit der Gargoyles. Nein, der Zombies. Gargoyles, eine Serie aus den 90ern. Vielleicht kennt ihn ein oder andere von euch die noch. Auch wenn ich sie nie wirklich gesehen habe. Kommt es mir so vor, oder? Ah, ne, das ist der Mondaufgang. Ha! Fail. Okay, nochmal. Moment. Gleich. Wenn die Sonne untergeht. Dann beginnt sie, die Zeit der Gargoyles. Diesmal richtige Seite. Ich habe mich schon gewundert. Weil ich gerade nicht auf den Kompass geachtet habe, wieso hier auf einmal mehr wird. Ich dachte, das wäre ein Untergang. Aber es ist der Mondaufgang, den ich gerade gesehen habe. So. Im Hintergrund ein Traktor. Immer wieder schön. Ja, hier wird noch Landwirtschaft betrieben, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr sowas sagt. Sind dann regionales Gemüse und so. Frisch vom Bauern. Und jetzt wird es kompliziert. Jetzt heißt es nämlich aufpassen und wachsam sein. Es müsste eine Horde kommen. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nicht großartig Stimmung für eine Horde und es kommt am Ende keine. Ich werde zufrieden, wenn keine kommt. Ich bin ehrlich. Aber soweit ich weiß, soll um Mitternacht eigentlich jeden siebten Tag hier kommen. Das wäre jetzt diese Zeit. Bis dahin heißt es zittern. Das Schlimme ist hier, dass da noch ein Auto steht und hier noch ein Auto steht. Das heißt, wenn das explodiert, bricht mir da vorne auf jeden Fall ein Teil zusammen. Und wenn mir da vorne was zusammenbricht, könnte mein Stuff weg sein. Das ist nicht schön. Aus dem Grund heißt es nun warten. Einfach nur warten. So, wie habt ihr Halloween verbracht? Das kann ich inzwischen fragen, weil es ist ja schon Mittwoch, wenn ihr das seht. Das hätte ich in der vorigen Folge schon fragen können, aber ich tue es erst jetzt. Wie habt ihr Halloween verbracht? Habt ihr den Feiertag danach genossen? Auch wenn es im Prinzip Samstag war. Ich werde, wenn ihr das hier seht, nicht in Deutschland sein. Ich bin dann in Holland. Juhu! Ein paar Tage geht's nach Amsterdam. Ich freue mich riesig, wenn ich nicht da bin. Amsterdam ist so eine tolle Stadt. Ich war schon da. Eine super Stadt. Viele Touristen, aber es ist halt so bei einer Touristenstadt wie Amsterdam. Aber eine super Stadt. Die Grachtenfahrten machen richtig Spaß. Richtig viel siehst du von der Stadt und das ist relativ günstig gewesen damals. Wenn man in Amsterdam ist, müsst ihr auf jeden Fall Grachtenfahrten machen. Einfach nur, um was zu sehen von der Stadt, weil es ist einfach so schön. Egal ob Altstadt, also den inneren Stadtkern oder äußeren. Dazu werden wir noch essen gehen im 15s, im Restaurant von Jamie Oliver. Da war ich auch schon mal. War super und ich freue mich, da nochmal hinzugehen. Diesmal mit einem Kumpel von mir, der selbst Koch ist, und dementsprechend war es für ihn klar, dass er da hingehen muss. So. Und bald dürfte hier eigentlich ein bisschen was los sein. Weil gleich ist Mitternacht. So. Tag 22 ist angebrochen. Ich höre aber noch nichts. Nee. Ich höre nichts. Das ist schon eine Anspannung da. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber es kommt nichts. Etwas schockiert.
Naja, wir werden es sehen. Ist der Timer an? Ich denke schon. Jupp, er läuft. Sehr gut. So. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr erwartet. Also, dass überhaupt was kommt. Weil es ja Tag 22 ist. Und im ersten Mal kam ja von Tag 7 auf Tag 8 eine Horde. Naja. Mal sehen. Was ist geplant? Da ist was. Jetzt ist was da. Jetzt ist was da und es sind Hunde. Problem ist, ich kann von hier aus nicht auf sie schießen. Oh. Auf der anderen Seite sind sie, alles klar. Da kommen sie jetzt doch noch. Ich habe mich schon gefragt, wo sie bleiben. Haben vielleicht die Uhr irgendwie nicht umgestellt? Ja, es könnte sein, die haben vergessen, die Uhr umzustellen. Wurde ja letztes Wochenende gemacht. Also bei euch ist schon wieder ein bisschen länger her. Bei mir war es letztes Wochenende. Das Problem ist, dadurch, dass hier dieses Vordach quasi ist, ich sehe sie nicht. Ich möchte aber jetzt auch nicht runtersteigen und dann in Panik geraten. Das ist gerade das Problem. Ich hätte hier so einen etwas breiteren Balken draus machen sollen, damit ich darauf laufen kann, wie auf der anderen Seite. Weil durch diesen Gitter kann ich nicht schießen. Oh, ich kann es doch. Cool. Das wusste ich jetzt nicht. Ja, man lernt nie aus. Aber das war keine wirkliche Horde. Also das kann mir keiner erzählen, dass das hier jetzt die Horde war, die ich erwartet habe. Nee, jetzt geht's nicht. Ich wusste doch, man kann nicht durchschießen. Ich war gerade etwas überrascht, dass die sich auf einmal gebeugt hat, als da ein Schuss durchging. Geht ja gar nicht. Bleib doch stehen, Lady. Verdammt. Lauf. Lauf. Genau das wollte ich nicht. Panik. Zack. 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 Wir warten kurz. Wir ein bisschen aufladen. Stamina. Was war da denn gerade los? Die habe ich noch nicht mehr verfolgt. Also urplötzlich dachte sich, oh nein, wo ist er hin? Er ist um die Ecke gelaufen. Er ist weg. Geht nicht anders. Kann nur weg sein. Na, komm. Hier ist er. Kuckuck. Komm her. Die Dame. Das war's tatsächlich. Ein bisschen enttäuscht. Also, da habe ich mehr erwartet. Ich geb's zu. Ganze Stress umsonst. Naja, wahrscheinlich kommen sie irgendwann, wenn ich nicht damit rechne. Wir machen uns wieder zurück auf dem Weg zu unserem Haus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso, weil allzu viel da machen kann ich jetzt eigentlich auch nicht. Das Dach ist so weit drinne. Ich habe mir auch keinen Plan gemacht, was jetzt hier heute großartig gemacht werden soll. Ich bin ehrlich, ich bin komplett unvorbereitet. Das war ich aber schon die ganze Zeit. Ich mache ja wieder eine Aufnahme, in Anführungszeichen Marathon. Ich nehme ja wieder gerade die Folgen auf, die ich für die nächsten 2 Wochen brauche, damit ich da keinen Stress habe. Ich könnte anfangen, hier in einem Boden zu arbeiten. Das Licht scheint durch die Glasscheiben nicht zu reichen, deswegen wächst mein Zeug auch da drinnen nicht. Hier unten jemanden? Nee.
sehe ich gerade. Das scheint nicht zu reichen. Ich könnte mich natürlich wieder dran machen und weiter Blumenkästen hinsetzen. Hier vorne muss noch eins hin, an das vordere Fenster. So, dann gehen wir mal gucken, was hier so los ist. So, wieso wächst das hier nicht? Ist es vielleicht nicht hell genug? Wachse! Was ist los? Könnte echt sein, dass die Glasscheiben hier eigentlich weg müssten. Gut, dann müssen sie weg. Ist ärgerlich. Dann lassen wir das hier offen und machen darunter den Schutz vor den Spider-Zombies hin. Dafür geben wir schon mal Craft und machen schon mal Holz. Schade eigentlich. Ich hätte es gern hier mit Glasscheiben gehabt, so Treibhauseffektartig. Und ich habe das eigentlich schon mal gemacht gehabt. Da habe ich mir auch damals noch in Neverskane am großen See, oh, das war clever, am großen See so ein Haus gemacht, habe oben das Dach weggerissen und habe da eine Etage eingesetzt und dann angepflanzt und oben drauf rundherum quasi mit Glas wirklich so eine Art Gewächshaus draus gemacht, so ein Treibhaus quasi. Ich denke, Moment, lass mich kurz überlegen, die Sonne wird auf jeden Fall hier auf, nee, doch, da geht sie auf. Und ich denke, dass das jetzt eigentlich sogar schon reichen dürfte. Weil jetzt haben wir 8 Uhr und wir kriegen jetzt schon auf der Seite Licht. Wir machen das hier noch wegkommen. Schade, hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Aber jetzt sollte es auf jeden Fall genug Licht kriegen, um auch hier wachsen zu können, mein Zeug. So, und die Seite machen wir auch noch weg. Ich weiß, ich könnte das auch mit weniger Schlägen machen, indem ich nur oben das wegmache und ganz unten das wegmache und das Rest zusammen runterfallen lasse. Aber egal. So, jetzt haben wir hoffentlich davon genug und jetzt brauchen wir Ramps, hier Rampen. Und Rumframe 46, das könnte gerade reichen. Oder? Wie viel brauchen wir? Wir müssten hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23. Ja, so 27, 28 ist ganz okay. Machen wir mal 30, um nochmal sicher zu gehen. Das muss ich natürlich im Prinzip wieder anbringen können. Hier in der Ecke geht's nicht. Weil ich brauche jetzt einen Schutz hier vor den Spider-Zombies, sonst kommen sie mir von hier rein. Auf beiden Seiten. Und dann habe ich sie doch wieder drin. Das will ich nicht. Selbstverständlich will ich das nicht. Dann müssen wir mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Ich hoffe, dass hier das Zeug dann endlich drin wächst. Hier mein Gemüse anpflanzen kann. Jetzt solltest du ja genug Sonnenlicht kriegen. Na komm, gib her. So. Okay, okay. Sollen wir hier mal gucken, damit das auch richtig rum ist? Will ich das nach unten oder nach oben? Normalerweise würde ich es nach oben hin machen. Also so rum quasi. So, dann fangen wir hier an. So, damit ich, wenn ich falle, ins Wasser falle.
So, und einmal upgraden. Setz dich hier an drei. So, hier kann ich auch nur ins Wasser fallen, das ist okay. So, so hier schon mal an, upgraden. Macht das nämlich hier schon mal ein bisschen Fortschritte hier. Ich weiß nicht, warum er immer wieder neu gedreht werden muss, wenn ich den Slot wechsle. Ich meine, das wäre vorher auch nicht so gewesen, sondern du hast ihn einfach in dem Slot gehabt, also in der Richtung gehabt, wie du ihn vorher hattest. So, und zack. Wenn ich jetzt hier nochmal updaten würde, hätte ich upgraden würde, hätte ich halt wieder diese Kacheln, dieses, wie heißt, die Shingles, die Dachziegelart. Die möchte ich hier eigentlich nicht haben. So. Das Gute ist, hiermit kriege ich noch eine weitere Aussichtsplattform, mehr oder weniger. Und das sind doch zu wenig, verdammt. Ich glaube, ich habe mich um eins verzählt. Und zack. Und deswegen war ich froh, dass ich hier Wasser drumherum habe. Wir brauchen aber noch einen Woodramp. Ich weiß nicht, ob die Spider-Zombies nur gerade hochlaufen können oder ob sie auch nach links können. Also richtige Spinnenarten, dass sie eben hier die Wand quasi gerade hochlaufen und dann nach links oder nach rechts können, wie im Mario damals, im Super Mario World, wer es von euch noch kennt, für den Super Nintendo. Entschuldigt wie immer, aber ich hoffe, ich werde dran denken, um das Muten. Da habe ich bei den anderen Folgen auch dran gedacht. Hoffentlich gelingt es mir nochmal. Nicht, ich meinte nicht nochmal das hier, dass mir das nochmal gelingt. Ja. Also das hat jetzt ein bisschen was von Werner. Ich weiß nicht genau, welcher Teil das ist. So, einen davon brauche ich, um das Loch daneben auch noch zuzumachen. In dem Werner-Teil. Ich glaube, es ist wohl der erste. Oder gekotzt wird später. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo dann der Chef immer mit dem Klo auf dem Kopf im Kreis läuft, also hochläuft in das Stockwerk zur Frau Hansen und dann wieder runterfliegt und außen der Werner mit dem Eckart sitzt und der Werner kommentiert das Ganze in seiner einzigartigen Art und Weise wie ein Turmspringer. Sehr lustig. So, jetzt kommen, lass mich hier das erste setzen. Wenn ich den ersten gesetzt habe, dann geht das. Ja. Haha. Ich habe das System ausgetrickst. Und noch eins. Genau. So. Jetzt bräuchte ich noch zwei von diesen Eckdingern, um hier auch rundherum das schöne Ding zu haben. Naja, schön ist es jetzt nicht unbedingt. Aber selten. So, das müssten, glaube ich, die Inner Corners sein, oder? Kann das sein? Hier. Die hier müssten das sein, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mache einfach mal das hier. Ja, ich mache erstmal nur einen.
So. Zack, zack. Jetzt werden wir sehen, ob es das Richtige ist. Was ich eigentlich wollte. Wir werden es gleich sehen. So. Es ist unglaublich schwer zu erkennen. Das wäre der Mann überhaupt für hier, oder? So, das hier müsste für die in die Ecke sein. Denke ich. Ich habe da einfach gar kein Gefühl für. Das Problem ist, jetzt muss ich runter, um das sehen zu können, ob es richtig rum ist. Nee, ich glaube, das ist wieder das Falsche gewesen. Es war wahrscheinlich das Falsche. Was haben wir noch für Frames? Rüberframe? Nein. Scrap ist dasselbe. Iron Man. Das ist eigentlich eher fürs Dach. Nee. Das ist auch eher fürs Dach. Naja. Man hat's ja. Man kann nicht so ein Missbauen mal erlauben. Ich hätte es doch. Ich werde doch zuerst hier das machen müssen, weil jetzt ist wieder das Holz weg. Aber naja, kann man jetzt nicht ändern. Jetzt muss ich erst wieder neues rotes Holz holen. Naja, hätte ich mich vorher mal logisch drangehen sollen. Aber egal, ich habe hier auch das Ding noch nicht fertig gemacht. So viel angefangenes Zeug und ich komme einfach nicht weiter mit dem, was ich eigentlich machen will. Dich brauche ich auch, dich nehme ich hier auch schon mal mit. Weil da möchte ich wahrscheinlich dann in der nächsten Folge dran gehen. Um oben das Wohnbereich zu bauen. So, einmal hier draufsteigen. Zack. Super. Und wir das auch. Dieser Klumpen hier, der stört mich. Der muss weg. So. Und dann ist hier nämlich wieder schön alles eben. Sehr gut. Das Pflänzchen da muss auch weg. So, sehr schön. Hier vorne wird das auch. Ne, das füllt sich ja einfach nie richtig auf. Kann man nicht ändern. Ist nun mal so. Ja. Es ist nicht ganz das, was ich wollte, aber. Nicht so rum. Dann so rum. Ich weiß, ich könnte auch einfach die Suche links nehmen. Ich mach's jetzt mal so. Ich glaube, so rum könnte das sogar gehen. Ich glaube, es wird nicht ganz passen. Aber wir müssen mal gucken. So. Passt du da so rein, wie ich das gerne hätte? Ja.
So, ihr hört's. Entschuldigt. Eigentlich gucke ich immer vorher nochmal drauf. Diesmal habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, dass das das ist, was da eigentlich ganz gut hinpasst. Wir werden es jetzt einfach mal zumachen. Uns das gerade nochmal von oben anschauen. Und dann war es das mit der Folge schon wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier sinnlos rumbasteln und eigentlich keinen Meter mehr vorwärts kommen. So, ja, scheint zu gehen. Sehr gut, davon mache ich noch eins. Bis dahin, schönen Abend und ciao.